Hey ho meine Lieben, heute einfache Männerküche. Wir machen Frisches vom Metzger mit Speckbohnen und Rosenkohl. Komische Zusammenstellung, Bohnen und Rosenkohl, aber ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich habe noch genügend im Gefrierschrank und deswegen mache ich mir das heute rüber in die kleine, aber feine Küche. Ja, hier sollte man schon alles haben, was wir benötigen. Falls mir noch was einfällt, hole ich das halt noch dazu. Rosenkohl, Bohnen, dann ist der Beutel auch weg. Ich habe sogar noch einen zweiten in der Gefriere. Italienische Kräuter, ich weiß gar nicht, ob die schon offen sind. Jo, die sind sogar schon offen. Alles klar. Wird Zeit, dass die weiterverwendet werden. Butterschmalz zum Anschmoren natürlich. Dann frischen Speck. Steht sogar Michael drauf. Komischerweise. Ja, und was habe ich mir geholt? Ja, lassen wir es spannend. Zeige ich euch nachher, wenn es dann in die Pfanne geht. Aber jetzt geht es erst einmal Butterschmalz schmelzen und dann schmeißen wir unser Grünfutter rein. Yummy. Die Pfanne ist schon eingeschaltet, Butterschmalz ist am Schmelzen und nur keine Zeit verlieren, ich habe Hunger. Schau ich erst einmal, ob ich überhaupt alles von dem Zeug brauche. Das ist doch schon sonst ein Riesenhaufen. Ne, habe ich noch ein Portionchen. Und ja, jetzt erst einmal schön vorschmoren lassen und dann hauen wir dem Speck dazu. Oh, es liegt Rosenkohlduft in der Luft. Ja, genau. Bacon oder Speck hier aufkriegen. Ich glaube, da mache ich mir morgen noch ein anderes Essen. Ich habe nämlich noch einen Schnitzel gefunden in der Gefriere. Da mache ich mal auch irgendwas dazu. Mit dem Speck. Mit der anderen Hälfte von dem Speck. Das waren 242 Gramm. Okay. So, den mit auslassen und dann tue ich noch die italienischen Kräuter gleich hinzu ein bisschen. So, den Rest tue ich wieder in die Gefriere und danach schön vermengen und dann schauen wir, was in der Metzgertüte drin ist. Yummy. Bin ja gespannt, ob ich dann nachher noch überhaupt das Salz drüber tun muss. Doch, der Rosenkohl braucht mit Sicherheit noch ein bisschen was. Und ich habe mir geholt eine kleine gewürzte Steak vom Metzger. Klatsch.
und eine Scheibe gewürzten Bauch. Warum? Einfach schnell Männerküche. Fertig. Und man sagt ja immer, Leute, kauft es beim Metzger ein, kauft regional ein. Und das tue ich ja hiermit. Und das Brutzelmehl ist ganz einfach in der Pfanne mit raus. Ja, Salz muss auf alle Fälle noch dran. So, dann lurken wir einmal. Oh, sieht das gut aus. Sieht sogar sehr gut aus, Leute. Yummy, ich freue mich schon. Ich habe so richtig Hunger. So, Leute, jetzt ist aber genug. Ja, definitiv. Brutal, oder? Geile Röstaromen in der Pfanne. Ja, und gehen wir rüber, ja, an die Theke. Alles drauf auf den Teller. So. Ich muss jetzt richtig schönes, grobes Meersalz gucken, das ich mal wieder bekomme. Mensch. So. Ist der Rosenkohl gut? Ist der durch? Ja. Der hätte sogar noch ein bisschen gekonnt. Aber es geht. Ach so. Ich schieb mir hier das Zeug schon in den Hals und habe euch total vergessen. So, und jetzt das Steak. Fein gewürzt, kann man echt nicht maulern. Von dem Bauch. Euro das Fleisch, was ich heute zahlt habe, und ja, den Rest habe ich noch in der Gefriere gehabt, kann man jetzt echt nicht jammern. Ein schönes, schnelles, einfaches Männerabendessen. So täte ich das jetzt bezeichnen. Und in diesem Sinne, Leute, verabschiede ich mich und ich gehe rüber zum Essen. Tschaikowski. Däumchen nach oben und freundliches Kommentar, Abo. Ihr wisst Bescheid. Ciao.